Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cleaner Heights. Wir dürfen uns einen neuen Perk aussuchen. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da nehmen. Mindleaf, was ist das? Wenn wir eine Mauer brechen, 20% Chance, dass die nächste Mauer auch bricht. Das hört sich gut an. Schauen wir mal, Night Visitor. Irgendwas mit Zeit. Chef brauchen wir noch gar nicht. Gatherer, Animal Buddy, Nemo, Rambo. Also ich glaube, dass wir tatsächlich den Minen-Perk nehmen. Minecleave. Den nehmen wir. Gekauft. So. Wetter, Sonic. Ah. So, wir können nicht gießen, wir können nicht ernten, weil unsere Gießkanne abgegradet wird. Machen wir schnell die Tiere fertig und dann ab in die Mine. Beziehungsweise bei der Fiona müssen wir immer noch vorbeischauen. Der tägliche Besuch. Ich glaube, heute sind wir aber ziemlich früh dran. Die uns schon reinlässt. Sie uns schon ranlässt. Was? Okay, Futter, Futter, Futter. Geldmäßig haben wir jetzt 10.000, jetzt könnten wir eigentlich das nächste aufwerten. Aber der Schmied hat heute nicht offen. Das ist sehr gut, dann können wir uns beim nächsten Mal den Hammer holen. Der macht erst morgen auf, heute ist Sonntag. Oh, wir können mal heute mal in die Kirche gehen. Das wäre mal was, wo wir jetzt so früh dran sind. Wir gehen mal in die Kirche heute. Schauen wir mal, was da so abgeht. Schauen wir mal, Restaurant hat schon offen. Noch keiner da. Ah. Hallo. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schenke der Mutter auch mal eins, okay? So, 6 Pflanzen haben wir noch. Also wir haben jetzt schon ein goldenes Herz bei ihr. Good morning. Schlafen die zusammen oder was? So. Dann stalken wir mal die Kirche. Ich glaube, die ist hier hinten. Was ist das eigentlich hier? Ich glaube, war hier schon mal drin. Ich glaube schon. Valentina. Die Kinder müssen in die Schule. Heute ist aber Sonntag. Müssen in die Kirche, meinst du? Ah, die macht uns irgendwie Pflaumen, irgendwas zum Essen. Ich wünschte, ich hätte Freunde in meinem Alter hier. Pokémon-Puppe, oder? Ah, ich finde es so schade, dass man hier nicht interagieren kann mit den Sachen. So. Kirche. Hier ist nicht die Kirche. Ein, zwei da unten. Jetzt weiß ich natürlich die Uhrzeit nicht, wann die in die Kirche gehen. Hier ist noch nichts los. Pfarrer ist auch noch nicht fertig. Macht sie gerade frisch. Macht sie gerade einen Kaffee. Ja, live on the farm kann sehr anstrengend sein. Ja, ja. Ist heute sehr heiß. Mit seinem Rockerjungen. So, ich muss jetzt hier draußen ein bisschen warten, bis die Leute in die Kirche gehen. Also hier? Hier gibt es irgendwas, weil die Erde ist hier nicht umsonst dunkel. Wenn hier vielleicht mal nachts mit der Hacke graben oder so. Keine Ahnung. Ich probiere es mal jetzt. Die Leute in die Kirche gehen. Okay. 8 Uhr. Wann gehen die in die Kirche? 9 Uhr, 8 Uhr. Ist noch keiner da. Also wahrscheinlich um 9 Uhr. Halt. Zwei Leute sind schon da. Martha. Gott gibt mir Stärke.
Hello. Ach, der erzählt jetzt hier dasselbe. In der Kirche. Das finde ich uncool. Wir haben sich die zwei Leute da jetzt in die Kirche geschlichen, ohne dass ich das gesehen habe. Jenny, schönes Wochenende. Dankeschön. Wünsche ich dir auch. Vielen herzlichen Dank. Was geht bei dir? So, hier gibt es auch noch einen versteckten Eingang. Beziehungsweise könnte es auch ein Ausgang sein. Ah ja, jetzt kommen die ersten Leute in die Kirche. Die können wir alle abfangen. Was? Mein Werkzeug ist fertig? Der hat gesagt, mein Werkzeug ist fertig, aber es hilft mir nichts, wenn der nicht offen hat heute. Ja, ja, ja. Bürgermeister, hallo. Hallo. Hast du was Interessantes in den Minen gefunden? Nein, habe ich nicht. So, bis 9 Uhr warten wir noch. Vielleicht ist hier was Interessantes in der Kirche, ich weiß nicht. Unsere Liebste. Hoffentlich streamen, aber habe wieder Internetprobleme. Ach nein. Das ist natürlich blöd. So. Was machen die da? Gehen die hin? Friedhof? Lass uns bitte allein. Okay, sollen die da allein lassen? So, ist jetzt hier was Besonderes, wenn man hier mal sonntags in die Kirche geht? Nein, die hatten immer noch denselben Dialog. Wie langweilig. Und die... Okay, die haben einen anderen Dialog. Statt 400.000 kommen nur 10.000 bis 50.000. Das ist zu zweit nicht so geil. Tja. Da muss halt einer zurückstecken. So, was die hier so labern, ist eigentlich ziemlich... Wir fragen alles dasselbe, ob ich auch hier komme, um dem Pfarrer seine Predigt zu lauschen. Okay. Schade. Eindeutig der Mann. So, haben wir mal mit jedem in der Kirche geredet. Was war das gerade für ein Grafikfehler? Okay, gibt nichts Besonderes, okay. Kein Grund mehr in die Kirche zu gehen, passt. Perfekt. Dann gehen wir in die Mine. Joshua. Ich bewundere dich, du arbeitest hart. Was ist das für eine Story hier? Zufrieden mit dem Spiel? Ja. Macht sehr viel Laune. Aber der Anfang zieht sich ein bisschen, bis man mal ein paar Sachen erreicht. Aber es gibt noch sehr geile Sachen zu erreichen. Aber die kann ich noch nicht spoilern. Ein paar richtig coole Sachen haben die eingebaut. Hallo, wer bist denn du? Emily, ich mag tanzen. Ab in die Mine. So, morgen kriegen wir dann unser Werkzeug zurück und können gleich ein neues in Auftrag geben. Jetzt treiben wir uns mal noch ein bisschen in der Mine rum. Sonntagsausflug in die Mine. Wir gehen gleich tief rein. Bam bam. Stardew Valley macht wieder Laune. Ja, ist doch schön. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Hier geht's hoch. Ach, müssen wir hier machen. Up and down. Es geht bei dem Spiel die Zeit langsam herum. Ja, das stimmt. Aber es ist fast schon ein bisschen zu langsam. Go down. Oh, sehr viel Gegner.
Da muss man. Die Minen sind ein bisschen blöd, man muss immer hoch und runter gehen. Damit sich der Dungeon neu regeneriert, wenn man quasi keinen Durchgang oder so hat. Man kann sich durchschlagen durch die Wände. Aber es kostet halt alles Ausdauer. Das Lithium, oh, das brauchen wir für später. Gerade die letzten Möbel aufgebaut. Bis 23 Uhr sturmfrei. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann zocken. Ach, das Level hier ist auch scheiße. Up and down. Ah ja, hier wird mir jetzt angezeigt, dass hier irgendwo eine Leiter ist. Urlaub nutzen, zocken und streamen. Jawohl. Würde ich nicht anders machen. Gold. Gold. So. Hier ist immer der Eingang versteckt hier. Ist das normaler Stein? Was ist denn jetzt der Gang? Gut versteckt. Ist die halbe Ausdauer wieder weg. Greenscreen wieder aufbauen. Ist zwar nicht wo. Oh. Ich kann mir jetzt hier nicht jedes Mal durchschlagen, weil dann ist auch die Ausdauer weg. Ich muss schon ein bisschen haushalten mit der Kraft. Boah, hey, gerade echt blöde Dungeons. Hier geht's nirgends weiter. Gibt auch keine Ausdauerpflanzen. Nee, dafür geht's hier weiter. Nee, go up. Shit. Nein. Nein. Ich komme nicht weiter. Ja, noch schlechter hier. Ah. So, jetzt sind wir bei 22. Boah, hier sind viele Gegner und es geht nicht weiter. Naja, hier oben wäre der Durchgang. Jetzt hier einfach mal rein. Gold, sehr gut. Level up bei Mining, sehr gut. So hoch und runter gehen, ja, das nervt echt, tatsächlich. Ich habe jetzt so ein Perk freigeschaltet, wo mir anzeigt, wo die Leiter versteckt ist, also in dem Gebiet hier. Aber vorher hat man halt einen einzelnen Block gesehen und jetzt sieht man halt eine ganze Reihe von Blocks. Jetzt musst du den halt trotzdem suchen. So, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Keine Chance. Echt blöd. Saublöd.
Hey, die haben mir jetzt die Gießkanne gegeben, die bessere. Ich habe jetzt die goldene schon. Die hat mir die jetzt in die Hand gedrückt bei der Kirche. Ah. Na toll. Jetzt hätte ich heute noch gießen können, wenn ich das jetzt gecheckt hätte. So, ich muss jetzt hier irgendwie wieder raus. Go up. Ah, ich komme nicht rein hier. Ich muss Eier essen. Ich brauche ein bisschen Ausdauer. Ich werde zwar wahrscheinlich dann die Eier verputzen, damit ich noch ein bisschen gießen kann. Ach, ich brauche ja die lange Leiter, die rote. Shit. Ich brauche die rote Leiter. Die ist da oben. Okay, raus hier. War ein beschissener Ausflug. Aber wir haben ein bisschen was. Wir haben Gold, Lithium, Silikon. Ein bisschen was haben wir gekriegt. So, was machen wir jetzt? Verkaufen wir die Eier, essen wir die Eier, dass wir noch ein bisschen gießen können. Oder... Wir könnten im Restaurant auch Essen kaufen und da die Ausdauer regenerieren, dann könnte man gießen. Da drin bleibt die Zeit stehen, ja. Was macht der hier im Busch? Große Bäume, die mir Deckung geben. Der ist seltsam, der Typ. Weißt was, wir skippen jetzt einfach den Tag. Fertig, aus. Halt verkaufen noch. Noch was? Nein, passt. So, das hier in die Kiste. Gold. Stein. Silikon. Lithium, das ist sehr gut. Das brauchen wir für später, das weiß ich. Ich tue jetzt trotzdem mal Gold raus, weil dann können wir morgen nochmal zum Schmied gehen und uns den Hammer verbessern lassen. Mhm. Morgen wird es wieder sonnig, war überhaupt nicht zu erwarten. So, ab zu den Hühnern. Ich glaube, ich werde jetzt als nächstes auch die Glocke kaufen, damit wir die raus tun können. Ich weiß nur noch nicht genau, wo die dann landen, weil ich musste ja eingezäunt irgendwie draußen lassen. Da weiß ich noch nicht, wie das funktionieren soll. Muss mal ausprobieren. Von wo kommst du eigentlich? Ich komme aus Bayern, zwischen Nürnberg und Regensburg. Ein gescheiter Bayer quasi. Babam, 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 babam. Dachte ich mir. So, jetzt probieren wir mal gleich mal die neue Gießkanne aus. Dein Onkel wohnt in München, okay. So, Gießkanne. Alter, was ist das für Sound hier? Bescheuert. Okay. Müssen wir unsere Felder demnächst anders gestalten, wahrscheinlich. Wie viel kann die jetzt aufnehmen? Das ist jetzt mehr als 36. Super Mario Soundeffekte, ja voll. 45 kann ich jetzt aufnehmen, das ist gut. Aber der Sound. Komisch. Naja.
Vor allem, was bringt das, wenn man das länger macht? Das wird trotzdem auch nicht besser. Komisch. Warum macht man sowas? Ist wieder leer. Ja, okay. Das Wichtigste ist, dass die schon mal mehr aufnehmen kann. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich finde es cool, dass man am Feiertag trotzdem die Gießkanne einfach bekommt. Weil mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, dass mir der die einfach in die Hand drückt. Der Gießkreis erweitert sich dann aber nicht. Also vorher konnte ich nur 3 Felder gießen vor mir. Jetzt kann ich halt 6 Felder gießen. Also was mir jetzt bei meiner Feldaufteilung nicht wirklich viel bringt. Das bringt mir jetzt eigentlich wenig. Das nächste Mal dann anders machen. Im Herbst. So. Doof geplant, würde ich sagen. Ja, das habe ich ja nicht wissen können. Wie die aufgewerteten Gießkannen dann funktionieren. Wie ist denn dann die nächste Stufe? Dann sind sie ja dann quasi so ein 9er Feldblock. Dann kann man ja in der Mitte nicht abernten. Das ist dann irgendwie auch blöd. Aber im späteren Spielverlauf müssen wir eh nicht mehr selber gießen. Von daher, was soll's. So, ich hatte etwas vor, ich weiß es nicht mehr. Genau, Hammer. Hammer, 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 Hammer aufwerten lassen. Mit dem besseren Hammer können wir dann oben in den Dungeon weiter reingehen. Ich brauche, was ist das denn jetzt? Octinium, da haben wir sogar eins. Kostet dann 15.000, ist die nächste Stufe. Okay, ich würde jetzt erstmal einen Hammer haben. 2 Tage. Yes. Mittwochs hat er geschlossen. Ich glaube, wenn wir den jetzt dann mittwochs auf der Straße treffen, vielleicht kriegen wir das dann wieder in die Hand geklatscht, weil da hat er geschlossen. Das ist halt richtig blöd. So. Geld haben wir fast keins. Dann gehen wir mal zu unserer Dame des Herzens. Wieder hier der Bürgermeister. Den ganzen Tag in der Kneipe. So, einmal Blume für dich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie wär's mit Danke? Oh, du bist so kind and gentle. Ich bin von dir so angetan. Ach. Sie sagt, ich soll mich nicht wundern, warum sie so blass ist. Sie ist mit hohem Blutdruck geboren worden. Okay. So, wer ist das? Michael. Ja, ja. Ich schaue jetzt mal zwecks Gebäudeerweiterungen mal oben beim Schreiner vorbei, was wir da demnächst so machen könnten. Ich bin jetzt auch nicht im Bilde. What is it? Haus Level 2, 50.000. Boah. Kupferbahn. Gewächshaus. Boah, das ist schon fett teuer. Und Ressourcen braucht man auch noch dazu. 50 Iron. Alter. Da muss man schon ein bisschen was farmen. Krass. Krasser Shit. Morgen kriegen wir jetzt wahrscheinlich eine Ernte, da muss ich mal den Mixer ausprobieren. So, haben wir noch irgendwas zu tun heute? Nee. Bisschen Ding haben wir noch, da können wir noch bei der Farm hier weitermachen. Ein paar Schläge.
Okay. Feierabend. Mal das Gold wieder verstauen. Octinium, das ist das, was wir für die Gießkanne brauchen. Sehr selten. Gut, dass wir schon eins haben. So, nächster Tag. Oh, morgen wird es sehr heiß. Da geht uns wieder die Ausdauer komplett verloren. Ich bin mit der Gießkanne unzufrieden. Gut, die kann jetzt mehr tragen. Aber es liegt halt auf der Feldaufteilung. Ein bisschen verbessert haben wir sich nicht, außer dass wir halt mehr gießen können. Zeit geht viel zu langsam rum. Das Coole ist, man kann es aber skippen. Also wenn man im Haus in die Dusche geht, dann kann man 3 Stunden weiterspringen oder 1 Stunde. Also wenn man am Abend irgendwas erledigen muss, dann kann man das schnell einfach in der Dusche weiterklicken. Das ist der Vorteil, da muss man nicht warten. Da haben sie Gott sei Dank was reingemacht. Gott sei Dank. Das ist praktisch, ja genau. Da haben sie mal mitgedacht. Vor allem, es gibt so Aufträge, die man für die Stadt erledigen muss. So Sachen restaurieren und die kann man bloß abends beim Bürgermeister einsehen. Ab 19 Uhr oder so. Und dann kann man das halt gut skippen. Ich bin ja froh, dass in der Mine die Zeit nicht vergeht. Gott sei Dank. Auch noch was anpflanzen. Aber ich bin nicht so gießbegeistert, leider. Ich bin kein begeisterter Gießer. So, fertig. Ja. Da habe ich Mais gesehen. Ich habe auch einen coolen Perk freigeschaltet, wo man manchmal zweimal was ernten kann. Das ist auch cool. Aber ich glaube, der gibt plus 20% oder so, die Chance. So, hier noch gießen. Morgen werden wir gar nicht alles zum Gießen schaffen, weil es morgen heiß ist. Da verbraucht man mehr Ausdauer. Das ist voll blöd irgendwie. Da bekomme ich irgendwie alles nicht gegossen. Ich überlege, ob wir jetzt die Eier für morgen aufsparen, damit wir die morgen essen können. Und ich muss jetzt heute nochmal den Mixer ausprobieren, das habe ich noch nicht gemacht. Muss ich dran denken, dass wir die Tomate da mal reinschmeißen. Ich habe jetzt ein bisschen Geld, jetzt könnte ich mir eigentlich die Glocke kaufen. Aber ich glaube, die kostet auch 3000. Wir gehen mal runter und gucken mal, weil Hühnerfutter bräuchten wir auch. Schauen wir uns das mal an. So, erstmal kurz zu Fiona. Den Mixer ausprobieren, Hühnerfutter kaufen, gucken, was die Glocke kostet. Steht heute auf der To-Do-Liste. Ich gehe mal jetzt mal falsch rum. Voll umständlich. Hallo? Oh, du bist es. Hallo? Achso, den Satz kennen wir schon mit dem Blutdruck. Alles klar. Kriegst ein Blümchen. Ui!
Wir haben jetzt ein Bronzeherz. Das ist schon mal besser als das Goldene. Immer noch selbe Text, okay. Das letzte Herz wird wahrscheinlich ein rotes sein, vermute ich. So. Was wollte ich jetzt tun? Zur Farm. Ich überlege, ob wir jetzt nicht doch noch irgendwas anpflanzen. Ein Rucksack. Boah, den möchte ich auch noch haben. Ich brauche mehr Geld. Hochzeitsring 4000. Was können wir denn noch anpflanzen? Tomaten, Korn, Pepper Seeds, Strawberry, Raspberry. Na. Ja. Das lassen wir uns eigentlich mal gießen. Das können wir machen, wenn wir nicht mehr selber gießen müssen. So, hier wollte ich einmal am Tag noch reinschauen, ob sich da irgendwas getan hat. Nein. Also ich vermute, dass da später noch irgendein geheimen Gang geben wird. Warte mal. Ist das was? Nee. Hat es ausgeschaut wie ein Schwert. Dem. Dem, 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 dem. Hallo. So, was kostet die Glocke? 3000. Oh, teuer. Chickenfutter. Ich brauche so viel wie geht. 80. Kaufen. Da ist nicht genügend Geld. Okay. 20. 75. Thank you. Jetzt haben wir 94 wieder. Sehr gut. Sehr gut. Gut, dann probieren wir den Mixer aus. Beziehungsweise... Was macht der da? Oh hey, your farm looks nice. Der beobachtet meine Farm. Was soll das? Steht an Zaun und schaut in mein Grundstück. Kann ich überhaupt nicht leiden. Tim, Tim. So, noch kurz die Ausdauer wegbringen. Ich überlege jetzt, was wir für morgen alles aufheben. Weil morgen ist es heiß, da brauchen wir die Ausdauer, damit wir das Gießen schaffen. Ich glaube, ich werde heute mal gar nichts verkaufen. So, das war's. So, das da müsste jetzt der Mixer sein. Ich probiere jetzt mal hier. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob das der ist. Ich habe keine Ahnung. Ich kann hier nichts machen. Das ist schlecht. Wie schaut es mit Eiern aus? Auch nicht. Jetzt hat er es gegessen. Nein! Nein! Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man den überhaupt benutzen kann. Die hat mir den halt geschenkt. Keine Ahnung. So, meine Damen und Herren. Wir sind am Ende einer Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.